Hallo Leute und willkommen heute zu einem etwas besonderen Video, nämlich zu meinem ersten Sweep-Video. Ich habe es geschafft, im Kampfplaza freier Modus mit einem PP das gegnerische Dreierteam zu sweepen. War ein sehr lustiger Kampf, also vor allem für mich. Unsere Teams sind folgendermaßen. Ich habe ein Mew, ein Zerapendra und unser Star-Player PP. Auf der Gegenseite haben wir ein Megalocock, ein Diden und ein Letterking. Unsere Taktik ist folgendermaßen. Wir beginnen mit Mew, um als erstes einmal mit Anmesi unsere Spezialverteidigung zu stärken und mit Ränkeschmied unsere Spezialangriff in ungeahnte Höhen zu treiben. Falls es problematisch wird, kann ich immer noch mit Mew Genesung einsetzen und am Schluss setze ich dann Staffette ein und wechsle in Zerapendra. Dies hat die Fähigkeit Temposchub, wodurch unsere Initiative geboostet wird, solange Zerapendra jede Runde, in der Zerapendra im Spiel ist. Und das kann es auch sehr gut mit Schutzschild und Delegator schön hinauszögern. Außerdem hat es den Eisenabwehr drauf, die unsere Verteidigung noch boosten soll. Und nachdem wir dann zweimal Staffette eingesetzt haben, ist das Ziel, dass wir die allen Boosts, also plus 6 auf Verteidigung, plus 6 auf Spezialangriff und plus 6 auf Spezialverteidigung auf unser PP weitergeben. Das PP ist kühn mit vollem physischem Investment. Bei physischen Angreifer gibt es einfach mehr. Und dann mit dem Evoliten seinen natürlichen, ganz okayen Bulk. Also mit Evoliten ist der Bulk ganz okay. Und den plus 6 auf so viele Statuswerte. Soll es dann schön durchsweepen. Und das gelingt mir jetzt in diesem Video. Das PP kann Mondschein, Mondgewalt, Flammenwurf und Donnerblitz. Ich muss echt sagen, ich musste da das echt oft ausprobieren, bis es endlich geklappt hat. Der Gegner hat in diesem Kampf war nicht auf solche Team vorbereitet. Ich habe extrem viele Verhöhner abbekommen auf mein Mew und dann war die ganze Taktik schon im Eimer. Oder Sumpex hat mich mit Brüller rausgefördert. Milotic hat Drachenroute eingesetzt oder Zobirisse mit Verhöhner haben meine Strategie ebenfalls zunichte gemacht. Ja, ich musste ungefähr 10 Kämpfe machen, bis es endlich funktionierte. Und diesen Kampf hat es funktioniert. Am Ende werdet ihr dann sehen. Eine wunderschöne Musik. Das ist nämlich die Pipi-Musik vom Mondberg aus Pokémon Omega Rubin. Pokémon Heart Gold, sobald dann Pipi seinen Sweep beginnt. Und wir sehen uns gleich im Kampf, wo ich auch noch genau erkläre, wie der Kampf bis zum Pipi-Sweep abgelaufen ist. So, der Kampf beginnt. Wir starten mit unserem, also es war glaube ich ein Franzose, nicht mal ein Japaner. Wir gegen uns kämpfen, wir starten mit unserem Mew und er startet mit seinem, okay, es war wahrscheinlich ein Engländer, weil er Slaking hat. Ich muss natürlich sofort zurückwechseln, wechseln meinen Sterapendra, weil das kann physische Attacken deutlich besser aushalten mit seinem physischen Investment und sogar noch KP Investment, aber das Slaking startet gleich mit einem Gigastoß und wir überleben so knapp. Dass sich das ganze Investment richtig gelohnt. Aber da er noch nicht weiß, was genau für ein Set wir spielen kann, wechselt er hier noch nicht aus in der Erwartung, dass er uns wahrscheinlich locker ausschalten kann in der nächsten Runde. Wir gehen auf Eisenabwehr, aber er kann sich bewegen wegen dem Rückstoß. Aber wir haben ja jetzt ein Ass noch im Ärmel. Temposchub aktiviert sich und jetzt kommt es. Wir setzen das Schutzschild ein. In der Runde, in der er wieder attackieren könnte. Wir schützen uns selbst vor dem Gigastoß und er merkt, er kann hier nichts machen. Natürlich wieder Überresteheilung. Temposchub aktiviert sich. Das habe ich schon wieder gespoilert, meine Güte. Eben, er ruft zurück, merkt, er kann hier nichts machen mit seinem Letterking. Schickt den rein, um speziell offensiv etwas zu reißen. Wir erholen unseren zweiten Eisenabwehrboost raus. Sehr schön, das heißt physisch sind wir schon sehr gut abgesichert. Unsere KP sind langsam auch wieder bei einem okayen Stand, genau. Und hier habe ich gedacht, was setzt das denn ein? Ich schätze mal als erstes Schutzschild ein, um sicher schneller zu sein, dass dieses Deden, wobei wäre ich auch schon früher gewesen. Und ich sehe, es macht den Mangelruppel. Habe ich ausgerechnet, kann ich jetzt einen Delegator aufstellen? Geht das? Und es reicht gerade knapp. Ich kann den Delegator rausbringen, der hat physisch extrem gute Verteidigung, weil wir unsere Verteidigung so stark geboostet haben. Der Wangenroblo paralysiert uns nicht.
und der Delegator bleibt sogar stehen. Sehr schön, also eigentlich ein perfekter Zug bis hierhin. Jetzt macht er Schutzschilden, das verstehe ich nicht. Er hat ja gesehen, dass wir uns boosten. Wahrscheinlich wollte er irgendwie einen Gifthieb abhalten. Das hätte ihn wahrscheinlich jetzt ausgenockt, weil Deden ist ja ein Gifttyp und damit hat es etwas Probleme gegen einen Zerapendra. Wir haben mittlerweile den dritten Eisenabwehr-Boost rausbekommen und sind deswegen auf plus 6 Verteidigung. Also physisch kann da echt gar nichts mehr laufen. Er entscheidet sich jetzt in Blaziken zu wechseln, hat gemerkt, er kann hier mit Deden nichts machen. Und ich benutze diese Runde, um Staffette einzusetzen und gehe jetzt in meinem Mew. Der Delegator wird auch mitgepasst mit der Staffette, sehr schön. Und wir sehen jetzt, es ist mega Blaziken und wir wollen, glaube ich, in dieser Runde, wir setzen, es schätzt Schutzschild ein. Wahrscheinlich um seine Initiative nochmal zu boosten, um dann nicht sofort, in der Hoffnung meine ich, dass es mittlerweile schneller ist als mir. Aber das ist, wir haben ja extrem viele Boosts und mein Mew hat auch volles Initiative-Investment, um möglichst schnell Amnesie rauszubringen. Was ich jetzt auch gemacht habe, und zwar, glaube ich, zweimal. Ich sehe jetzt, er fängt an, sich mit Protzon hoch zu boosten. War auch sehr schön für uns. Mit Schwertanz wäre es echt nochmal knapp geworden. Hätte angefangen, mit Schwertanz sich hier zu boosten. Aber jetzt, da er mit Protzer sich boostet, boostet er ja nur seinen Angriff um eine Stufe pro Runde. Und dann ist das Ganze nicht mehr so ein Riesenproblem. Ihr seht, wir haben jetzt plus 6 Verteidigung, plus 4 Spezialverteidigung, plus 2 Spezialangriff. Bekommen hier auch den zweiten Ränkschmied durch. Unser Delegator steht immer noch und ich habe mich immer gefragt, warum bricht er diesen Delegator nicht? Und das macht er nämlich hier mit. Versucht er es mit Feuerschlag den Delegator zu brechen, was ihm nicht gelingt. Unsere Verteidigung ist immer noch zu hoch und er hat sich nicht genug geboostet, um hier den Delegator brechen zu können. Wir haben uns genug geboostet und die Show beginnt.